Diese Dimension, die ich also gerade als Quelle der Schöpfung bezeichne, was ist ihre Natur? Das ist, was ich glaube, dass Wissenschaftler versuchen, auf irgendeine Weise herauszufinden. Wenn ich es also in irgendeiner Art beschreiben soll, artikulieren muss, können wir nur sagen, es ist das Nichts. Wenn ich sage, das Nichts, wenn in dem Moment, in dem ich das Nichts sage, hat es in der normalen englischen Sprache sofort eine negative Konnotation von gar nichts sein oder nichts wert sein. Wenn ich sage, du bist nichts, wird das als du taugst nichts verstanden. Ich beziehe mich also nicht auf nichts in diesem Sinne. Wahrscheinlich würden wir es besser verstehen, wenn wir einen Bindestrich zwischen kein und Ding setzen würden. Das ist kein Ding. Es ist seiner Natur nach nicht physisch. Was auch immer man also in einer Definition oder Beschreibung darüber zu sagen versucht, ist unweigerlich falsch, noch bevor man es ausspricht, weil es seiner Natur nach nicht physisch ist. Diese nicht physische Natur hat also, wenn man sie betrachtet, eine Randnatur. Es hat eine Kernnatur, die absolut nicht physisch ist, und es hat eine Randnatur, die dunkel ist. Und es ist ein Übergang vom Nicht-Physischen zum Physischen. Ich weiß nicht, wir sollten einen Augenarzt fragen, warum das so ist, aber wenn ich die Sonne oder sogar den Mond wirklich betrachte, besonders wenn ich den Mond sehe, sagen die Leute immer, das mit der Sonne ist tatsächlich wahr, aber es könnte daran liegen, dass man von der Sonne geblendet wird, was bei mir nicht der Fall ist, weil ich früher einfach stundenlang in die Sonne gestarrt habe. Ich sehe immer einen schwarzen Ring um die Sonne, keinen weißen Ring. Dasselbe beim Mond. Ich glaube, ich habe so viele Leute gefragt, sie sehen alle einen weißen Lichtring. Aber ich sehe immer einen schwarzen Ring um die Sonne. Weil ich das Gleiche in mir selbst sehe. Wahrscheinlich werden die Leute denken, ich sei der Teufel, wenn ich das sage. Der eigentliche Kern von dem, was dies ist, um das herum ist immer ein schwarzer Ring. Und dieser Ring geht allmählich von der nicht-physischen Natur in die physische Natur über, die von Natur aus dunkel ist. Deshalb, traditionell sagen wir in der yogischen Terminologie, Shiva, wenn er still sitzt, ist er nichts. Das Wort Shiva bedeutet Shiva, bedeutet das, was nicht ist. Das bedeutet, er ist nicht. Was ist, ist Schöpfung. Was nicht ist, ist die Quelle der Schöpfung. So when you look at this aspect, wenn man sich also diesen Aspekt ansieht, ist der eigentliche Kernaspekt eine Nicht-Existenz. Und unmittelbar daneben, bevor die Physikalität eintritt, gibt es ein dunkles Gesicht. Wir bezeichnen etwas als dunkel und in Sprache und Literatur und in der normalen gesellschaftlichen Konnotation wird das Wort dunkel immer als fern oder sogar bedrohlich oder gefährlich oder negativ verstanden. Das liegt im Wesentlichen an der Art und Weise, wie unser Sehapparat gemacht ist. Angenommen, du wärst eine Eule, dann würdest du immer denken, dass Dunkelheit eine sehr helle Sache ist. Die menschliche Sicht, dass Dunkelheit ein negativer Aspekt ist, ist also eine sehr begrenzte Sichtweise. Im Wesentlichen ist es unser Sehsinn. Our sense of vision, essentially. Wenn ich also sage, wegen des Mangels an Terminologie oder wenn ich ein neues Wort erfinde, wird es nicht besser sein als dunkel, also bleibe ich bei dunkel. Diese dunkle Dimension ist also das, wo man die Natur der Schöpfung begreifen kann. Jenseits davon, im Zustand der totalen Nicht-Existenz, gibt es keinen Ort, um zu begreifen. Das ist ein Ort nur, um zu verschmelzen, was nicht im Interesse eines Wissenschaftlers liegt. Und die Mathematik wird nicht dorthin gelangen. In der yogischen Tradition sagen wir daher, wenn er sich bewegt, ist Shiva der Dunkle. Shiva wird seit jeher als der Dunkle bezeichnet. In seinem ultimativen Zustand als Shiva, als Sadashiva, ist er völlig still und niemand kann ihn spüren, es sei denn, man ist bereit, mit ihm eins zu werden. Aber wenn er sich bewegt, ist seine erste Phase der Bewegung dunkel. Wenn er wirklich herauskommt und ein Teil der Welt wird, dann ist er Licht. So this is
So ist es meiner Wahrnehmung nach, dass Menschen, die die Natur der Schöpfung in sich selbst gesehen haben, irgendwo versuchen, dies in personifizierter Form zu erklären. In seinem Innersten ist er absolut still. Man kann nicht wissen, wo er ist. Man kann nur eins mit ihm werden. Wenn du gewillt bist, in ihn aufgesogen zu werden, ist das in Ordnung. Aber wenn du weißt schon, in irgendeiner Weise mit ihm verkehren willst, ist das dort nicht möglich. Aber wenn es sich zu regen beginnt, ist er dunkel. Wenn du dorthin gehen willst, brauchst du Mut. Du bist willens zu transzendieren. Du bist willens, alles zu verlassen, was du kennst, und in einen völlig anderen Bereich einzutreten, in dem du nicht weißt, was am Ende auf dich zukommt. Oder wenn du mit ihm richtig verkehren willst, wenn er Licht wird, was die Schöpfung ist, kannst du mit ihm verkehren, du kannst alles als Shiva sehen und es erfahren, du kannst dich dem hingeben, du kannst es verehren, all das. Aber wenn du zum dunklen Gesicht gehst oder darüber hinaus, gibt es keine Verehrung, es gibt nichts, es ist nur Auflösung. Ich habe das Gefühl, dass die moderne Physik heute sehr stark in diese Richtung geht. Nach den Überlieferungen, nach den yogischen Überlieferungen, ist es so, dass Shiva schlief. Shiva war asleep. Das bedeutet, dass er völlig tot wurde. Aber er ist da, er ist still, absolut. Und dann kam Parvati. Parvati. Oder Shakti. Und bewegte sich dreimal um ihn herum. Dann regte er sich. Von da an begann die Schöpfung. Es wird klar gesagt, dass sie nicht kopuliert haben. Sie ging einfach dreimal um ihn herum. Und die Grundkraft der Schöpfung begann zu geschehen, die nicht physisch war, die ein Übergang war. Das dunkle Antlitz um Shiva begann also sich auszudehnen. Und dann sagte Parvati: Ist das deine Schöpfung? Sieh dir das an, was du geschaffen hast, bloß eine dunkle Welle von nichts. Ist es das, wozu du fähig bist? Dann wachte er auf. Und dann kopulierten sie. Aus ihrer Kopulation entstand die gesamte Schöpfung. Es könnte eine Metapher sein für... Es ist eine Metapher. ...wissenschaftliches Verständnis von Kräften und Partikeln. Wir haben Experimente, bei denen im absoluten Vakuum, wenn man elektromagnetische Kraft anwendet, plötzlich virtuelle Protonen und virtuelle Neutronen entstehen. Es muss nicht einmal berühren. Nur um das herum, wenn man elektromagnetische Kraft anwendet, virtuelle Protonen und virtuelle Neutronen entstehen. So sagte er, was du sagst, ist sehr ähnlich. Sie geht einfach herum und die Schöpfung beginnt. Spontane Erzeugung von Partikeln geschieht. Genau. Und sie kommen in Paaren. Sie werden immer in Paaren erzeugt. Sie entstehen in Paaren und dann kopulieren sie. Sie berührten sich gegenseitig. Und das löscht sich aus, um Energie zu erzeugen. Jene Partikel, wenn sie sich gegenseitig auslöschen, die Art und Weise, wie die Energiekräfte funktionieren, ist so, dass die umlaufenden elektromagnetischen Kräfte aus dem Nichts ein Partikelpaar erzeugen. Und das Partikelpaar, wenn sie sich verbinden, kopulieren sie. Tatsächlich führt das spontane Verschmelzen zur Erzeugung von Energie. Dies ist ein weithin anerkannter wissenschaftlicher Grundsatz, der durch Experimente bestätigt wurde.